Filmaufnahmen? Jo. Du kannst ruhig ein bisschen schneller fahren. Ja, 50. Weil ein bisschen. Ach, haben wir schon 50? Ja, das täuscht nämlich. Leck mich in der Tasche. Abgesehen vom Baustil der Häuser erinnert mich die Landschaft so ein kleines bisschen an die Alpenregion. Ich sag ja, wie Mittenwald oder Seefeld. Ja, was ist das denn für eine komische Bebauung im Dach? Wo? Ein kleines Schloss, ne? Ja gut, wenn es dem Besitzer gefällt. Aber dieser Kabelsalat, ey, das ist ja wie in Amerika. Hier ein schönes Holzhäuschen mit Heuschober davor. Der Straßenbelag selbst ist ja ganz gut, bloß der Unterbau ist ein bisschen wackelig. Ist das 16? 16 Tonnen. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein... So, jetzt sind wir im Kreis Argisch. Ah, hier, da. Ein tolles Schild. Mhm. Stopp mit Unfällen. Leben hat Vorrang oder Priorität. Judet sul Argisch. Geschwindigkeitsangaben mal 10, also 160. Pro Person und plus Mehrwertsteuer. Also ich könnte sogar noch über 100 runter. Ach, der Kuh, nee, da jetzt Mensch, jetzt Kinder, ich hatte in Atlas nach der Straße geguckt, oder? Aber sag mal, Scheiße, vögelnde Kühe mitten auf der Straße, das habe ich auch noch nirgends erlebt. Aber ich frage, dass die noch hier noch vorspringt, das wäre natürlich noch kritischer geworden. Ja, und dann stell dir mal die Unfallmeldung vor. Unfallverursacher, vögelnde Kühe auf der Straße. Ja, klar. Das wäre wirklich so gewesen. Meine Güte, da. So wäre ich das auch mal für Schilder. Nee, die springen hinten drauf und die werden uns fast noch... Auch solange der Bulle nicht das Auto begattet hätte, denke ich mal, wäre es nicht so schlimm geworden. Ja, aber die Kuh, die war recht überrascht, glaube ich, die davor ging. Also, ja, Mensch, jetzt muss ich aber mit der Bremse fahren. Ja, ich habe doch gesagt, jetzt geht es ein bisschen bergab.